Ärztin Paula Hatzel und OP-Schwester Liliane Peters. Sie bilden eins von insgesamt 16 Teams, die an der Uniklinik Gießen-Marburg an einem Workshop im Bereich Urologie ausgebildet werden. Gearbeitet wird an kostenintensiven Simulatoren, die den Eingriff an einem männlichen Geschlechtsorgan nachbilden. Ich bin jetzt mit dem Gerät in der Niere und wir versuchen hier Nierensteine aus der Niere herauszuborgen. Genau, dafür haben wir das Gerät, mit dem wir mit einer Kamera hochgucken können in die Niere. Und dann haben wir ein kleines Körbchen, mit dem wir am Ende den Stein einfangen können und dann bis außen rausziehen wieder sozusagen. Die Simulatoren bilden die inneren Organe sehr real ab. Da der Harnweg bei einer Frau biologisch kürzer ist, wird bei den Simulationen, um es schwerer zu machen, komplett darauf verzichtet. Das Innovative an unserem Workshop ist letztendlich, dass wir sowohl Pflegekräfte als auch Ärzte im Team ausbilden wollen und gerade den Pflegekräften die Möglichkeit geben wollen, selbst mal die Sachen, die sie sonst nur assistieren, zu üben und Hand anzulegen. Wenn Harnsteine zu groß sind, müssen sie mit dem Laser im Inneren des Körpers erst zertrümmert werden. Jetzt ist OP-Schwester Liliane Peters die ausführende Kraft und die Ärztin assistiert. Da mit echten Lasern gearbeitet wird, müssen Schutzbrillen getragen werden. Ich finde es spannend, dass wir voneinander profitieren können. Es gibt ja hier dauernd Fortschritte in der Urologie, in der Endourologie. Und wir lernen gemeinsam neue Dinge. Und wenn ich Kollegen habe, die vielleicht noch nicht so lange wie ich jetzt in der Praxis sind, habe ich die Möglichkeit, auch vielleicht meine Fähigkeiten zu zeigen und einfach gemeinsam sehr effizient zu arbeiten. Ja. Auslöser für Nieren- bzw. Harnsteine, hier im Größenvergleich zu einer Münze, sind unter anderem zu wenig Wasser, falsche Ernährung, zu viel Kalzium, Übergewicht und zu viel süße Getränke. Eine typische Volkskrankheit, so Johannes Huber, Direktor der Klinik für Urologie. Also die Urologie ist insgesamt ein extrem wichtiges Fach, weil ganz viele bösartige Erkrankungen in unser Fachgebiet fallen. Also wir kümmern uns um die Organe Niere, Harnleiter, Blase und die äußeren Geschlechtsorgane des Mannes. Und hier treten ungefähr ein Drittel der bösartigen Tumore bei den Menschen auf. Deswegen ist es bezogen auf die Krebserkrankungen ein wichtiges Fach. Wir haben aber auch gutartige Erkrankungen wie die gutartige Prostatavergrößerung oder halt die Steinbildung, die sehr, sehr viele Menschen betreffen und auch Volkskrankheiten sind. Und deswegen ist es immer gut, einen guten Urologen oder eine gute Urologin zu kennen. Doch bei dem Seminar geht es um mehr, um Teambildung. Allerdings gibt es auch in der Medizin bundesweit einen Fachkräftemangel. Sowohl ärztlich als auch pflegerisch. Und deswegen ist es noch wichtiger, im Alltag gut zusammenzuarbeiten, Spaß zu haben bei der Arbeit, sich gegenseitig wertzuschätzen, um auch die motivierten und guten Leute im Krankenhaus für die Patientenversorgung halten zu können oder neu dazugewinnen zu können. Manch Patientinnen und Patienten sind allerdings schambehaftet. Da darf man keine Scheu haben, so die 27-jährige Paula Hatzel. Ich denke, manchmal gerade so in den ersten Kontakten bei jüngeren Patienten, gerade auch, also schon auch geschlechtsabhängig, ist es schon der Fall, aber das ist jetzt nichts, was den Alltag so dominiert sozusagen oder die Kontakte mit den Patienten. Aber es kommt schon mal vor. Aber da denke ich, mit Souveränität und einer Sachlichkeit kann man da auch häufig sehr gut dann drauf eingehen. 5 Jahre dauert die urologische Ausbildung. Dann werden die OP-Schwester und die Ärztin selbst im OP stehen.